Hallo, hallo, hallo und seid mir ganz herzlich gegrüßt zurück bei Elder Scrolls Online. So, wie jetzt schon vor einigen Folgen gesagt und auch in der letzten nochmal betont, wollte ich ja gerne mit euch, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das Pferd darüber springen kann, wollte ich mit euch in dieses Dungeon gehen, was wir da, meint ihr, wir könnten das probieren? Oh, hoffentlich nicht feststecken, bitte, danke. So, in das Dungeon da gehen, welches uns mal hier angezeigt worden ist, beziehungsweise, das ist ja hier wieder um die Ecke, das mit dieser Daedra, mit der Elif. Mal gucken, ob wir das jetzt vielleicht machen können. Aha, das sieht gut aus. Jawohl, okay, da mischen wir doch mal eben schnell mit. Und helfen ihr. Jetzt auf einmal scheint die Aufgabe ja zu funktionieren. Sehr gut. Da kommen noch mehr. Okay. Bereitet euch vor. Sehr schön, dass das jetzt zumindest mal zu funktionieren scheint. Der Meister hat seine Pläne für den Rotwadon. So. Hey, lass mal unsere gute Frau da in Ruhe. Die hat dir gar nichts getan. Obwohl doch wahrscheinlich schon, ne? Sonst würdest du sie nicht angreifen. Was für eine Stimme. So, hier haben wir eine Zauberin, die offenbar auf Beschwörungskunst aus ist. Merlin ist irgendeiner anderen Daedra hinterhergejagt. Hinterher! Sie darf ihn nicht erwischen. Okay, dann flitze ich mal schnell und suche ihn. Ja, wir machen das Dungeon auf jeden Fall noch. Mal gucken, wann. Ich glaube, das war der letzte. Hey, du. Mein Meister hat Pläne für eure reine Seele, Merrick. Ihr solltet euch geehrt fühlen. Merrick, Kamerad! Was ist passiert? Wohin bist du? Das Shia. Dass so ein Schwächling es mit einem wie Merrick aufnehmen konnte. Ich wollte das jetzt nicht unterbrechen, das tut mir leid, da war ich ein bisschen zu vorschnell. Wo sind sie hin? Wie sollte Elif davon wissen? Sie war die ganze Zeit hinter euch. Vielleicht sollten wir auf Sieht alle Farben warten. Sie sagte, sie würde die Gilde zusammenrufen. Oh ja, Farben, die heldenhafte Gildenmeisterin. Pfft. Wir müssen nicht auf Farben warten. Ihr und Elif seid mehr als schlau genug, um das herauszufinden. Hier gebt ihr diese Gegenstände, die ihr bei den Kultisten gefunden habt. Wer war diese Frau? Wer hat Merrick entführt? Ihr konntet die Dremora aus der Projektion nicht wiedererkennen? Ich denke, ihr Name ist Dushia. Sie ist eigentlich sehr von sich eingenommen. Diese Notiz erwähnt einen Inselturm. Elif fragt sich, ob Buranim gemeint ist. Buranim? Eine alte Eile-Iden-Ruine. Ein Turm auf einer Insel vor der Küste von Himmelswacht. Geht und sucht dort nach Merrick. Elif wird unsere heroische Gildenmeisterin aufsuchen und mehr Klingen holen. Ich werde ihn finden. Möge das Glück euren Schritten folgen, Kameradin. Okay, was haltet ihr von den anderen Objekten, die ich gefunden habe? Was meint ihr? Das Zahnrad oder das Relikt? Erzählt mir vom Zahnrad. Uralt, von den Dwemern, stellenweise abgenutzt. Dieses Teil wurde in einem ihrer anderen Konstrukte verwendet. Riecht irgendwie frisch. Ist schon eine Weile nicht mehr in einer Ruine gewesen. Schade, hätte vielleicht noch mehr erfahren können. Und was ist mit dem Relikt? Krude gefertigt, von kleinen Fingern geformt, von einer Bretonin. Vielleicht einer Waldelfe, hat die Farbe von Lehm aus dieser Region. Also wahrscheinlich doch von einer Waldelfe. Riecht verbrannt nach Zunder. Geformt an einem Ofen mit Holzfeuer oder an einem Brennofen. Okay, was ist eure Geschichte, Elif? Elif geht ihren Weg, wie sie kann, und hilft der Gilde, wie sie kann. Nur eine bescheidene Khajiit, ursprünglich aus der Stadt Düne. Diese hat nur wenig Bedeutung. Ja, lebt wohl. Findet den Inselturm, haben wir jetzt. Immer noch Stufe 8. Ja, an Doshia kann ich mich noch mehr als gut erinnern. Und wer jemals
gegen sie gekämpft hat, denn das wird früher oder später passieren, der wird sie auch nicht so schnell vergessen. Das bedeutet also, ich werde mich jetzt erstmal auf den Weg machen, um den Inselturm zu finden, damit wir diese Aufgabe halt auch jetzt in einem Atemzug machen können, weil sonst wissen wir hinterher wieder nicht mehr, wie war das hier eigentlich nochmal und woher kommt die Aufgabe plötzlich und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt erstmal. Aber das Dungeon, das steht uns auf jeden Fall jederzeit offen. Und deswegen können wir das ja dann auch ein andermal machen. Ich weiß auch gar nicht, für welches Level das so gedacht ist. Da müssen wir dann auch mal gucken. Also wenn wir jetzt noch Level 10 oder so werden, dann ist das natürlich eine feine Sache. Boranim entdeckt. Sehr schön. Findet den Inselturm, sprecht mit dem Geist. Da vorne sehe ich auch schon einen Geist. Wird es wohl eben jener sein, mit dem wir reden müssen? Sieht so aus, nicht wahr? Jofnia Eisklinge. Guten Tag. Kameradin! Wer seid ihr? Ich bin Jofnia Eisklinge, ehemaliger Meister der Kriegergilde. Unterbrecht mich nicht. Wir haben keine Zeit. Doshia hat Merrick mit unter die Insel genommen. Ins Gewölbe. Sie benutzt Merricks Seele, um einen Anker zu beschwören. Warum seid ihr hier? Ich kann es nicht sagen. Meine Zeit wird immer kürzer. Rettet Merrick. Haltet die Daedra auf. Hütet euch vor den Anhängern Molag Bals. Okay, lebt wohl. Betretet Doshias Versteck. Oder Doshias? Nee, Doshia, glaube ich, ne? Wird sie ausgesprochen. Okay, dann wollen wir da jetzt mal hinrennen. Und da sind auch noch ein paar andere Leute. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ich glaube aber trotzdem, das ist eine Einzelinstanz. Das heißt also, die bringen uns hier, glaube ich, nicht sonderlich viel, leider Gottes. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich meine mich daran zu entsinnen, dass ich das alleine gemacht habe damals. Und das auch eine sehr, sehr krasse Herausforderung war. Und ich es damals nicht direkt beim ersten Mal geschafft habe und dann noch ein, zwei Level gemacht habe mit meiner Heilerin, um mich dann an Doshia zu rächen. Beziehungsweise habe ich mir dann erstmal eine gescheite Ausrüstung machen lassen. Mein Mann hatte mir dann eine Robe gemacht und Handschuhe und was weiß ich nicht alles. Und voll auf Magika und was nicht alles. Weil ich einfach ganz, ganz schnell Magieverlust habe sozusagen. Also ich habe... Das ist total krass irgendwie. Also ich zauber ein paar Mal und habe keine Mana mehr. Obwohl ich total am Cap bin vom Level her. Und obwohl ich immer etwas benutze, um noch mehr Magie zu haben, geht das ratzfatz, dass man da nicht mehr... geht das ratzfatz, dass man da ganz, ganz schnell keine Kraft mehr hat, keine Magie mehr hat, um dann weiterkämpfen zu können. Also das ist ziemlich heftig. Das ist auch beim Heilen so. Da muss man dann schon richtig ordentlich aufpassen, wann man welche Sachen einsetzt und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ich finde es schon sehr herausfordernd, das Spiel. Und das ist auch wirklich positiv gemeint. Für viele Leute ist das halt ein bisschen zu herausfordernd anscheinend. Also ich glaube auch keiner von denen, die das hier anschaut, spielen das wirklich selbst. zumindest habe ich bisher nichts vernommen, dass dem so wäre. Was ja jetzt nicht sonderlich schlimm ist. Aber bei Guild Wars 2, da war das schon ganz, ganz anders gewesen. Da hat man sich immer austauschen können und Freundschaftsanfragen und auch mal was zusammen unternommen und so weiter und so fort. Und das ist hier tatsächlich bei dem Spiel nicht der Fall. Was ich ein bisschen schade finde. Aber... kann man ja auch nun mal leider nicht ändern, nicht wahr? Jeder spielt halt das, worauf er Lust hat. Und viele Leute sind halt von dem Abo-Modell tatsächlich abgeschreckt. So, was ich auch sehr schade finde, weil ich habe ja nichts gegen Abo-Modelle. Ich begrüße sie ja sogar. So. Ah, über den Mortum Vivicus. Okay. Ja, und da vorne besiegt Doshia. Ich probiere mal schon mal, ob ich die angreifen kann. Ihr seid zu spät, Sterbliche. Ja. Seine Seele wird... So. Ihre blöden Lakaien hier zwischendurch immer wieder wegmachen. Na. Also die hat es wirklich faustig hinter den Ohren, diese Lümmeline. Ja. Die sieht jetzt relativ einfach aus noch. Ich glaube, ich brauche mich gar nicht zu bewegen, weil die
sowieso irgendwie uns trifft. Ich werde euch auch verschlingen. Das weiß ich, dass du das versuchst. So, wir versuchen sie jetzt mal hier einzulullen. Hat sogar geklappt. Okay, das funktioniert. Also es ist gut zu wissen, manche sind natürlich auch immun gegen sowas. Aber bei ihr hat das jetzt hingehauen. Dann holen wir sie mal wieder da raus. So, dann sorge ich mal dafür, dass wir wieder ein bisschen Leben bekommen. So. Die hat oder die ruft gleich noch irgendwelche kleinen Viecher. Sofern ich das noch richtig in Erinnerung habe. Wir haben nichts, um uns zu heilen, außer hier unser übliches Zeug. So, ich mache hier nochmal dieses komische Dingsbums drauf. Und hole sie dann wieder aus dem Dingsbums raus. Ja, jetzt hat sie sich da wieder aufgeladen. Okay, vielleicht müssen wir diese Viecher doch kaputt machen, diese kleinen, die sie da immer beschwört. Ich weiß das echt nicht mehr so genau. Also ich halte schon mal länger mit Shai aus als mit Shinun auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen. Aber das macht es jetzt auch nicht unbedingt besser. Oh. Also diese kleinen Dinger hier kaputt schlagen. Weil dadurch wird sie offensichtlich geheilt. Ah, das hintere Ding komme ich nicht ran, doch. Okay, so, Nummer 5. Wieder einsetzen, um uns ein bisschen zu heilen. Aufpassen vor ihren komischen Dingern da. Giftpfeil drauf. Jetzt haben wir sie kurz gelähmt. Sehr schön. Arg. Okay, dann diese Kugeln hier wieder kaputt machen. So, haben wir alle? Sind das nicht immer 4? Ah, die wurde trotzdem geheilt, glaube ich. Ja, das gibt's nicht. Aber wir schlagen uns ziemlich gut. So viel kann ich sagen. So, wir können die nochmal einlullen vielleicht, bevor sie ihre komischen Viecher holt. Oh, das hat jetzt nicht lange gehalten. Das macht aber nichts. So, jetzt komm schon, komm schon, komm schon. Geh kaputt, geh kaputt. Jawoll! Die habe ich jetzt relativ gut hingekriegt. Ich weiß, Eigenlob stinkt. Mein Kopf! Ach, Merrick. Sie hatte mich fast. Ich danke euch, Kameradin. Geht es euch gut? Ich muss mich nur kurz erholen. Wäret ihr nicht vorbeigekommen, mir wird es gut gehen, so Stenda will. Was hat sie da gebrüllt, sie würde eure Seele wollen? Ich habe gehört, sie steht mit dem Herrn der Lügen in Verbindung. Molag Bal erntet Seelen für einen dunklen Plan. Er ist besonders an den Seelen der Gläubigen interessiert. Und was jetzt? Kameradin, schnappt euch das Buch und ihre Notizen vom Tisch. Ich habe gesehen, wie sie etwas notiert hat, nachdem sie mit ihrem Meister sprach. Vielleicht erfahren wir so mehr von ihren Plänen und was dieser Morto um Vivicus ist. Nehmt alles und dann verschwinden wir von hier. Okay, lebt wohl. Gut, da haben wir jetzt schon drinne gelesen. In dem Büchlein hier oben. Da war ich ein wenig zu vorschnell. Tagebuch, das nehmen wir mal. Ja, leider kann ich das nicht vorlesen. Doshias Tagebuch. So. Erstattete sieht alle Farben Meldung. Okay, das werden wir tun. Hier sieht es wirklich richtig cool drin aus, ne? Also das ist eine richtig schöne Höhle hier. Finde ich echt ganz, ganz nett gemacht. So, dann müssen wir offenbar den ursprünglichen Weg wieder zurücklaufen. Das ist relativ selten in solchen Dungeons, denn eigentlich hat man immer so einen kleinen Rundweg. Aber das hier war ja jetzt auch nicht sonderlich groß. Hier ist man ja gleich am Ausgang. Deswegen, ja, ist es wahrscheinlich gar nicht notwendig gewesen, hier so einen Rundgang halt einfach einzubauen. So, und dann wollen wir mal gucken, dass wir das jetzt auch tatsächlich abgeben und bei Seed alle Farben abgeben können in der Kriegergilde. Allerdings muss ich jetzt mal gucken, ist sie in Himmelswacht oder ist sie in Vulkelwacht? Das weiß ich nicht mehr so genau. Denn irgendwann ist sie nämlich auch in Himmelswacht. Und deswegen mal gucken. Kann schon gut sein, dass sie da jetzt ist. Ansonsten porten wir uns mal eben dahin. Ach nein, sie steht direkt hier vor der Türe. Ist natürlich auch praktisch. Hallöchen. Ihr seid die Sonne auf meinen Schuppen, Kameradin. Ihr habt Merrick zu uns zurückgebracht. Er wurde von einem Nekromanten, einem Anhänger Molag Bals, gefangen genommen. Molag Bal. Möge er in der Glut von 1000 Sonnen schmoren. Das sieht ihm ähnlich, einen Assassinen loszuschicken, um einen edlen Krieger zu töten. Das ist die Waffe eines Feiglings. Sie wollte ihn für etwas mit dem Namen Mortum Vivicus. Wir haben dieses Tagebuch und einige Notizen gefunden. Xot, der Mortum. Was? Und wie? Und ich kann in diesem Gekritzel weder Schwänze noch Schuppen erkennen. Unerheblich.
Es wird dauern, dieses Gekrakel zu entziffern, aber wir werden unseren besten Schreiber darauf ansetzen. Gibt es sonst noch etwas, was ich tun könnte? Ihr habt der Gilde heute einen großen Dienst erwiesen, Kameradin. Ich freue mich schon darauf, wieder mit euch zusammen zu kämpfen. Falls uns das Tagebuch irgendetwas verrät, dann sorge ich dafür, dass ihr es erfahrt. Das ist sehr nett und da bekommen wir auch eine neue Halskette, die offensichtlich auch besser für uns geeignet ist. Ich werde abwärts nach euch Ausschau halten, Kameradin. Ihr werdet von uns hören, sobald wir das Tagebuch entschlüsselt haben. Kann ich euch ein paar Fragen stellen, Gildenmeisterin? Natürlich. Eine Einsatznachbesprechung, ja? Eine weise Entscheidung. Ich habe hier einen Geist gesehen auf der Insel. Er behauptete, der letzte Gildenmeister zu sein. Jofnir? Seine Reise flussabwärts hat mich an diesen Posten gerufen. Was hat er gesagt? Er hat mir gesagt, wo Merrick war. Er schien in Eile zu sein. Interessant. Ich werde mich mit unseren Schwestern von der Magiergilde in Verbindung setzen, um zu sehen, ob sie dieser Erscheinung nachgehen können. Ich versuche, den wandelnden Toten, soweit ich kann, aus dem Weg zu gehen. Wie lange wird es eurer Meinung nach dauern, das Tagebuch zu entziffern? Hoffentlich nicht lange. Elif hat mir erzählt, dass ihr einige Schmuckstücke bei den Kultisten gefunden habt. Zwischen den Lappalien und den von euch gefundenen Notizen werden wir hoffentlich Ansatzpunkte für die Übersetzung finden. Ja, das hoffe ich auch. Lebt wohl. Gut, dann gucken wir mal eben, was wir hier bekommen haben. Ja, Lebensregeneration und erhöht maximales Leben. Ja, ist natürlich von der Kriegergilde bekommt man da natürlich ein bisschen was anderes als von der Magiergilde. Was haben wir hier Schönes? Ätherische Quelle aktivieren. Yeah. Sehr schön. Ein bisschen mehr Leben für uns. Das kann natürlich nicht schaden. So, jetzt machen wir uns aber tatsächlich auf den Weg zu dem Dungeon, würde ich sagen. Denn jetzt haben wir hier Stufe 9. Ihr habt enthüllt, dass die Schleierkönigin dass die Sippenhochfürstin so. Und dann haben wir das hier. aber wie gesagt, erstmal würde ich gerne zu dem Dungeon. Dafür kehren wir jetzt mal eben wieder zurück hier auf die andere Seite, was natürlich jetzt ein bisschen langatmig ist, wenn wir jetzt hier durchschwimmen, aber das muss nun mal sein. Ich habe vorhin gesehen, wir sind kurz vor Level Up, jawohl. Und wir könnten sogar nochmal skillen. Können wir irgendwas Schönes Neues bei Bogen? Nee. Freischaltbar ab Stufe 20 oder ab Rang 20, ja, haben wir ja bald. Ihr verursacht 35 Schaden und verlangsamt euer Ziel 5 Sekunden lang um 40%. Das klingt großartig. Haben wir noch irgendwas bei Rüstung, was wir vielleicht... Nee, bei Volk? Ui, erhöht die Ausdauerregeneration im Kampf um 3%. Ja, mache ich mal. Man sollte auf jeden Fall die passiven Fähigkeiten nicht außer Acht lassen. Also nicht immer nur alles in irgendwelche aktiven Fähigkeiten reinballern. Man kann sowieso immer nur 5 mitnehmen. Wobei man natürlich auch ganz pfiffig sein kann. Und dann mit Level 15, wenn man ein zweites Waffenset-Pack oder ein zweites Waffenset ausrüsten kann, kann man das Ganze natürlich nochmal mit einem Bogen ausstatten. Und dann kann man natürlich hingehen und nochmal 5 Bogen oder was auch immer Fähigkeiten ausrüsten. Dann hat man halt 10 Fähigkeiten sozusagen. Wobei die meisten halt irgendwie als zweite Fähigkeit dann irgendwas im Nahkampf nehmen oder irgendwelche Heilungszauber oder wie auch immer. So, hier haben wir also Entilas Torheit. Das ist also dann das von mir angesprochene Dungeon. Hier haben wir noch ein Büchlein. So, Mühsal und Triumphe eines Monarchen, Kapitel 6. Wunderbar. So. Und dann würde ich sagen, machen wir das Dungeon aber tatsächlich und ganz, ganz dolle versprochen in der nächsten Folge. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.